Moin zusammen, wir gehen jetzt zu zweit eine Runde nach Edgefield. Uff, Maple Lodge war ein riesiges Desaster. Ich meine, wir haben beide überlebt und so, ja, aber boah, das war ein so böser RNG. Das ist das, was ich meine, ne? Bei diesem Schwierigkeitsgrad hier, ich meine, ich glaube, selbst wenn ihr auf Amateur spielt, ihr könnt so einen schlechten RNG haben. Hey, lustige Case Number. Okay, Aufgaben sind okay. Breakers in der Garage. Dann bereiten wir alles vor und rein da. So, okay. Wir gehen jetzt rein. Sorry. Ich habe ja gesagt, ich starte die Aufnahme. Ich habe leider keine Zeit für Post-Production. Der Brecki. Oh. Achso, es schneit. Ich dachte gerade schon, warum sehe ich hier Atem? Sieht man eigentlich nur, wenn es schneit draußen sofort den Atem. Also der Geisterraum selber, wenn es draußen nicht schneit, dauert es immer ein bisschen, bis man den Atem sieht. Leider ist da kein Versteck. Nochmal hier gucken, weil hier hatte ich mal einen Knochen. Seitdem gucke ich immer neben der Pflanze nach. So. Dann suchen wir erstmal den Keller ab. Ich weiß nicht, ob ihr da mein Video gesehen habt von dem Keller, meinen Real-Life-Keller. Ich glaube, jeder andere hätte sich in der Situation in die Hosen geschissen. Das habe ich gehört, Geist. Ja. Wenn das Licht plötzlich ausgeht und man steht im Dunkeln im Keller. Ich bin nur fast gegen die Tür gelaufen, aber das war nicht so schlimm gewesen. Ich dachte einfach nur, Scheiße, warum repariert ihr das Licht nicht? Warum ist hier unten das Licht kaputt? Weil das ist mit Bewegungsaktivierung. Oh, cool. Oh, cool. Doppelter Win. Knochi und ich nehme die Laterne erstmal wieder mit. Und Versteck. Sehr schön. War denn das? Das klang gerade wie ein Kruzi, aber das kann doch nicht sein, ne? Wo sind denn die Kruzis? Ach, hier sind sie. Ich wollte gerade sagen, hier, weil der Laternenschimmer da war, dachte ich, das wäre ein verbranntes Kruzi. Das wäre jetzt nur ein Witz gewesen. Wenn der da vor der Tür. Das ist ja schon passiert. Das kann passieren, dass der vor der Tür die Kruzis anfrisst. Tanglewood hatte ich mal in der Garage einen Demon, der hat vor der Tür die Kruzis angefressen. So, okay. Also hier können wir einen schönen Ghost Highway hinbauen. Ich lasse da, glaube ich, auch die Lichter an. So, Kamera lassen wir hier. Dann nehmen wir dich mit. Der Knochen ist schon versorgt. Oh, wir können wieder Klofotos machen. Hallo Geist. Hallo Ghost. Der Geist scheint hier oben zu sein, in der Nähe vom heiligen Klo. Ich bereite mal alles für ein Klofoto vor. Was brauchen wir? Kruzi-Sensoren. Sensoren und Mister Kamera. Willst du die nicht auspusten? Schalter. Okay, Freund, wo bist du? Na los, mach irgendwas. Ich lege das erstmal so dahin. Die Dusche hier war an. Er könnte aber durch die Wand interagiert haben. Gucken, ist hier Atem? Hier ist Atem. Okay. Ah, Klofoto. Wir kriegen unser heiliges Klo. Klofoto. Yay. Okay. Geist ist da. Leider kein Versteck. Und da läuft er schon fleißig durch den Sensor. Wir müssen ihm gleich ein paar Items noch da reinwerfen. Warum ist das Buch hier? Wir haben doch nur, wir haben gar keine Beweise. Okay. Oh, ich weiß nicht, wann er die ausgepustet hat, oder? Das war ja jetzt gerade passiert. Na, bleibst du mal hier? Freundchen. Klopf, klopf. Wo ist denn das andere Salz? Ich bin so blind. Die haben das Game aber auch so dunkel gemacht. So, der hier hin, um zu gucken, ob er dahin läuft. Haben wir hier ein Versteck oder müssen wir bis nach ganz hinten? Oh mein Gott, wir müssen bis nach ganz hinten. Ja, super. Das Versteck hier kann man ja super im Dunkeln finden, ne? Echt toll.
das wird lustig. Okay. So, der ist wahrscheinlich die ganze Zeit im Raum. Der kommt da, glaube ich, auch nicht raus, wie es scheint. Tun wir mal einen Thermo nur zur Sicherheit da rein. Dann platzieren wir eine Kamera. Oh, hallo. Nein, ich habe mich doch extra weggedreht. Ach man, tschüss, Sanity. Toll, der hat mir gerade ein Event gegeben, aber leider ist er despawned, als ich mich weggedreht habe. Hauptsache, ich krieg mein Klofoto. Das ist am wichtigsten. Auf dem Keller ist ja nichts. Ich hab dir doch gesagt, dass ich den Knochen schon hab. Gut. Nee, ich meine, das ist kein Versteck oder so. So. Kruzi, das und das. Also Versteck haben wir hinten in der Küche. Hinten dieser kleine Raum, falls man sich unten verstecken muss. Und hier oben haben wir leider nur im Flur diese doofen Verstecke. Das geht leider nicht anders. Da hinten, wo das Kruzi liegt, da kannst du gleich die Kamera und das Parabol und auch die Smudgies hinbringen, da in das Versteck. Das, was ich gerade markiert habe hier. Hier, wo der Glücksignal ist, ne? Jo. Mist, ich weiß nicht, ob das diese Tür war. Oh, Dirty Water, das war frisch. Das war neben Andy. Okay, du bist gerade rausgelaufen, interessant. Was? Ich baue hier auch noch einen Ghost Highway hin, so nach unten. Nur zur Sicherheit. So. Hand, Hand, Hand! Lauf, lauf in die Küche! Komm mit mir! Komm mit mir! Schnell, schnell, schnell! Mach alles aus! Mach alles aus! Hier rein! Mach alles aus! Alles aus! Ich hoffe, der hat uns nicht gehört. Der läuft ins Salz. Oh oh. Shit. Nein! Geh weg! Oh mein Gott, das war bestimmt ein Early Hunt. Schnell raus, Sanity checken. Gut, dass wir dieses Versteck hier hatten. Mein Gott, ich war sowas von einem Arsch gewesen, ey. Ja, sei froh, dass ich auch gerade unten war. Oh, was ist wohl ein Demon? Demon oder Onryo, weil ich die ganze Zeit da oben mit der Laterne rumhantiert habe, weil ich war ja diesmal nicht am Reden. Aber Moment mal, da oben liegt ein Kruzi. Wie konnte der handeln? Das heißt, der ist ja außerhalb vom Kruzi gespawnt. Der ist ja mega weit von dem Bereich weg gewesen. Ich habe das Kruzi da oben gehabt. Beobachte mal da oben mit der Kamera. Ob da ein Orb ist oder so. Ja, ich höre dich. Der war das. Ich muss mein Versteck vorbereiten. Das ist hier der Flur. Ich brauche das Licht gerade, um meine Sachen zu sortieren. So, jetzt müsste das Kruzi ja eigentlich alles abdecken, hoffe ich mal. Ich hole mal schnell Laternen wegen Onryo. Eieieiei, das war jetzt gerade eine knappe Nummer, ey. Moment mal, den Sensor hätte ich gerne hier. Falls ich hier unten abhauen muss, dann sehe ich es immerhin, das Elend auf mich zukommt. Ein Zettel in der Skyline, das ist aber schön. Ja, das ist die eine Kamera, die noch am Eingang steht.
Haben wir die Fotos durch? Nein. Oh Mann, das blöde Duschenfoto hat nicht gezählt, obwohl er das doch ausgemacht hat. Dann war es wohl die andere. Das war nur ein Event. Weil der ist sofort losgelaufen. Das konnte kein Hand sein. Mein Gott, was ist der? Ich mache hier alles mit Laternen jetzt zu. Ich hole noch die andere Kamera kurz da hoch. Wir müssen die Laternen auf jeden Fall im Auge behalten. Das ist ganz wichtig. So. Es ist leider schwer, hier die Kamera irgendwie zu platzieren, dass man was sieht. Ich hoffe, man kann so einigermaßen was sehen. Die andere Kamera ist ja auch noch da für die andere Perspektive. Weil der Gang ist sehr eng. Ich weiß nicht, wo ich sie hinstellen soll. Ja, aber es kann schwer. Sie sind Gang und ein bisschen reingucken. Das ist okay so. Okay, die Laterne auf dem Klo kannst du leuchten sehen, ne? Und die eine im Flur. Und hier ist noch eine bei meinem Versteck. Die kannst du alle sehen, ne? Nein, die sind nur die alle, die hinten stehen. Wo wir jetzt hinten sind, die kann ich sehen. Alle anderen sehe ich. Ja, ich kann es ein bisschen leuchten, ja. Aber keine Laterne. Instant Whisper. Die sind natürlich auch was. Ein Orb ist nicht in dem Badezimmer, ne? Okay. Ja, dann ist der Mimik schon mal raus. Das heißt Demon oder Onryo. Ich glaube eher Onryo. Wow. Wow, das ging jetzt aber schnell mit den Laternen. Also ich denke auch eher Onryo. So, ich habe das Licht hier hinten ausgemacht. Mensch, sogar die Laterne blockt. Boah, die Dusche nervt. Das ist schon wieder die. Oh, ja, das nervt. Das ist immer hier in dem Nebenraum. Da muss ich immer hier einen Kilometer Umweg laufen. Ich werde die nicht die ganze Zeit ausmachen können. Okay, wir lassen die jetzt gleich einmal alle ausgehen, die ganzen Laternen, und dann gucken wir mal, ob der danach versucht zu handeln. So, jetzt testen wir auf Onryo. Der läuft die ganze Zeit hier in den Flur, okay, weil es hier auch kommt. Der macht die Dusche an, macht wieder aus und macht sich auch die Tür bei. Das kann man nicht sehen. Ich finde schon mal gut von denen. Das ist aber anständig. Die Dusche habe ich gerade eben ausgemacht. Es war ja nebenan die Dusche. Achso. Was wäre der Geist hier? Also ich denke mal eher, es ist ein Onryo, weil ein Onryo kann auch schon theoretisch bei 100% handeln, wenn er dreimal eine Kerze ausgepustet hat. Hat er ja auf jeden Fall schon öfter als dreimal gemacht, weil ich ja die ganze Zeit mit meinen Klofotos darum hantiert habe. Hier wegen dem heiligen Klo hier, ne? Hier, diese Klofotos, weil ich wollte Klofotos machen. Und die kann man nur machen, wenn man da eine Laterne draufstellt und der die auspustet. Nur dann zählen die auch, ne? Und ja. Deshalb habe ich die da stehen lassen und auch immer wieder eingeschaltet, damit ich diese Fotos machen kann. Und ja, das heilige Klo hat uns wohl so gesehen mal wieder geholfen. Ich denke mal, er hat vorhin, als ich unten war, hat er die ausgepustet und hat dann dadurch den Hand lostreten können. Und wir waren ja... Die Laternen waren aus, ne? Der hat die eine wahrscheinlich gerade ausgepustet, als das passiert ist, oder? Übrigens, Das ist sie wieder angemacht, ne? Ja, jetzt habe ich sie gerade wieder angemacht, aber bevor das Kruzi benutzt wurde, wurde die ausgepustet, oder? Ja, ja. Also, worauf ihr achten müsst, das T2-Kruzifix, die Range, die es hat, ich glaube, das sind 4 Meter. Das ist auch die Range für ein Onryo mit Kerzen, Laternen, Feuerzeugen. Das macht die gleiche Range wie ein T2-Kruzifix. Wenn ihr aber das T3 habt, müsst ihr die ganzen Laternen und Kerzen ein bisschen so wie jetzt hier. Da hinten ist eine, hier vorne ist eine in der Mitte und ich bin hier mit dem Feuerzeug. Ihr müsst die verteilen.
Okay, ich lasse sie jetzt nochmal auspusten. Oh, da schmerzt ja schon aus Sickigkeit die Schuhe hier durch die Gegend. Ich glaube, das ist ein Auge. Die auf dem Klo ist jetzt aus, aber die im Flur ist noch an. Ich warte, dass er die noch auspustet und mein Feuerzeug, weil das deckt dann und. Okay, die im Flur ist auch aus, aber er hat es nicht nochmal versucht. Ich mache die jetzt wieder an. Ja, ihr hört's ja, ne? Wir sind bei 60. Der hat schon zweimal versucht zu handeln. Übrigens, ein Onryo kann ohne Kerzen und so ein Gedöns auch schon bei 70 oder 75, wenn ich mich nicht irre, handeln. Ohne Kerzen. Er kann auch so schon early handeln, ne? Also müsst ihr vorsichtig sein. Aber hier in dem Fall waren wir ja auf über 80 noch mit unserer Sanity gewesen. Das spricht dann für den Demon. Der Yokai kann das auch, wenn man auf ihm redet. Aber als der Hand losging, waren wir beide unten. Also es war keiner in der Nähe vom Geist am Labern. Wer kann noch bei 100? Jetzt macht er wieder Wasser an. Der Onryo, wenn die Kerzen im Spiel sind, was ich vorhin gesagt habe. Und der Demon, den interessiert die Sanity sozusagen überhaupt nicht. Und ja, natürlich der Mimik, der kann einen von denen gerade nachäffen. Ne? Das kann natürlich auch sein. Sonst der Raiju erst ab 65, der Meer ab 60, wenn das Licht aus ist. Moroi normal 50, Deochen ab 40. Das sind eigentlich alle Early Hunters. Oh, das gefällt dem hier nicht mit den ganzen Kerzen. Ha? Hier hinten, die ist aber noch an. Aha, da geht was auf. Ja, hier im Flur auch, aber er hat nicht wieder versucht zu handeln. Wieder alles an. Vielleicht ist es aber auch mein Feuerzeug, was ihn gerade aufhält. Ich bleib mal weiter weg. Ich meine, hier ist ja noch eine für den Bereich hier hinten. Und da ist noch ein Kruzi da hinten. Da ist auch noch eine Kerze. Also die Gebäudekerzen könnt ihr ruhig mitbenutzen. Ne? Die zählen auch für den Onryo. Und die Gebäudekerzen halten für immer. So wie die Laternen. Die könnt ihr immer wieder anzünden. Die gehen nur aus, wenn der Geist da auspustet. So, warten wir jetzt noch eine Runde ab. Ach ja, ein Onryo ausschließen könnt ihr, wenn wenn ihr diese Laternen oder hier ein angezündetes Feuerzeug oder eine Kerze bei einem Kruzifix in der Range liegen habt. Du kleiner Sneak, hast du von da angefangen zu handeln, hä? Hat er das einfach gedodged, der kleine Sneak. Na, warte ab, Freund, da stelle ich dir gleich noch eine Laterne rein. Warte ab. So nicht. So nicht, mein Freund. Du kriegst da gleich noch eine extra Laterne. Irgendwie ist das Audio total komisch. So nicht. So ein kleiner Sneak. Hast du das gesehen? Der hat aus dem Zimmer nebenan gehuntet. Der kriegt jetzt auch eine Laterne rein. Zit. Der hält sich hier für ganz clever. Der hält sich hier für ganz clever. Jetzt bekommt er hier aber mal die volle Breitseite, ne? Jetzt bekommt er unsere Vollausstattung hier ab. Ich stell dir die andere Kamera mal hier in die Ecke hin, dann kannst du die anderen Laternen und Kerzen ja wohl hoffentlich alle sehen. Da ist noch eine in dem einen Zimmer, wo er gerade herkam. Die habe ich jetzt mit Absicht dahingestellt. Der hält sich ja für ganz schlau. Kannst ja sagen, wenn die ausgeht. Den ärgere ich jetzt extra. Das bekommt er jetzt extra ab. Also ich sehe den hier im Klo und hier im Klo die zwei, die sehe ich. Oder ist eine Tasche? Nein, das ist eine Tasche. Ja, da ist eine im Flur, eine auf dem Klo, eine in diesem Schlafzimmer, wo er gerade eben herkam. Und noch eine da bei mir in die Richtung, wo ich mich verstecke. Die da ist noch an. Das Kruzi ist auch noch da. Glaube ich mal. Kruzi? Das ist mein Feuer. Kruzi? Kruzi? Hatte ich hier nicht ein Kruzi hingelegt? Ah, da bist du. Hallo. Ja. Kannst ja mal versuchen. Ja, 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 ich habe jetzt extra einen Sensor da an die Tür getan. Der kleine Sneak wandert da heimlich in das Schlafzimmer rein. Der denkt, wir merken das nicht. Freundchen, nein, 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 von da wirst du nicht mehr handeln. Das kannst du vergessen. Von da wirst du nicht mehr handeln.
Ich habe da jetzt extra eine Laterne reingestellt, du. Der denkt, der kann mich hier verarschen. Das ist auf jeden Fall eine Honne hier. Wo läufst du denn jetzt wieder rum? Der denkt, ich merke das nicht. Oh, Sanity brauchen wir noch. Wie hoch ist denn die Durchschnitts-Sanity? Oh, ich sollte das Feuerzeug nicht die ganze Zeit anhaben. Wir müssen noch auf 28 runter. Ja, er hat sie ausgepustet und das Kruzi benutzt. Komm. Dann komm mal kurz rein und versteck dich da unten in dem Raum. Du kannst dir den Glowstick nehmen, der da unten an der Eingangstür liegt. Nimm den mit und geh da in der Küche in diesen Raum. Lass da drin aber das Licht aus, damit die Sanity runtergeht. Ich halte ihn hier kurz unter Kontrolle in der Zeit. Wir müssen noch Sanity drainen. Ich sag dir dann Bescheid, wenn die Sanity runter ist. Schieß noch an. Ja, da brauchst du nicht so heimlich die Tür zuzumachen. Denkst du, ich sehe das nicht? Schieß noch an. So. Sag Bescheid, wenn du im Versteck bist. Okay, ja, dann lasse ich ihn jetzt die ganzen Laternen auspusten und bleib einfach im Dunkeln da sitzen. Shadowform. Hallo, du Schatten. Guckt mal, die seht ihr wirklich nur mit den, seht ihr das, wenn ihr eine Taschenlampe draufhaltet. Aber so, wenn das jetzt nur mit der Nachtsicht wäre, würdet ihr das nicht sehen. Du hältst dich für ganz schlau, ha? Guck mal, was ich hier habe. Komm, versuch's mal. Dem gehen langsam die Orte aus. Wisst ihr? Dem gehen die Orte aus, von denen... Jetzt ist er wieder im Zimmer. Dem gehen die Orte aus, von denen der handeln kann. Das ist das Problem. Ich lasse das aus wegen der Sanity. Wir müssen die drainen. Aber ja, der... Ich weiß nicht. In diesem Buch steht, dass er das Feuer meidet. Ne? Dass er vor Feuer Angst hat, der Onryo. Deshalb dachten viele Leute, mir inklusive... dass ein Onryo von den Kerzen wegwürmt. Aber dann hieß es mal von den Devs, nein, das ist nicht der Fall. Der läuft nicht vor den Kerzen weg. Eine Kerze macht nicht, dass ein Onryo aus seinem Raum abhaut oder sowas. Aber hier gerade hat man mal wieder ein schönes Beispiel gesehen, dass er trotzdem wegwürmen kann. So, ich heb mir meinen Smudge jetzt auf. Wir müssen jetzt nur die Sanity runterkriegen. Geh mal bitte runter, Geist. Ja, die Kerze da hinten war aus. Der ist wahrscheinlich da hinten in der Ecke gespawnt. Ich wollte nur kurz nach der Wayne schauen, Mann. Ich wollte nur nach der Wayne schauen. Die hier war an. Ah, ja, ich weiß nicht, wenn er irgendwo in der Ecke da spawnt, ne, könnte... Wie gesagt, dieses Kruzi hat die größere Range, ne? Das T2 hat die Range, die auch die Kerzen für den haben. Ja. So, dann ist das jetzt eben so mit der Dusche. Okay, ja, die Aufgabe ist noch nicht abgeschlossen. Wir müssen noch ein bisschen warten. Also, bis gleich. Wow, der hat gerade die da hinten ausgepustet und hier vorne. Und die, alle drei auf einmal. Willst du nicht handeln? Komm, ich gebe den Grund zum Handeln. Hier, hast du noch eine. Komm. Hier hinten ist das noch an. Hier wird es kalt, weil der dauernd hier draußen rumläuft. Ne? So, wir haben die Aufgabe erfüllt. Ich warte jetzt auf einen Hand. Wo spawnt er? Okay, außerhalb der Range, wie es scheint. Mein Ziel ist es, ihn jetzt zu smudgen, damit wir nachher in Ruhe rausmarschieren können. Wir haben dann eine Minute Zeit, weil der Hand geht 30 Sekunden. Und der Smudge 90, das heißt, wir haben eine Minute Zeit zum Leaven. Die EMFs drehen voll ab. Ich finde das immer so lustig, wenn die so durchdrehen. Piep, 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 piep. Abmarsch! Da hat er schon wieder mehrere auf einmal gemacht. Ach, der Brecki ist auch noch aus. Deshalb ist es hier überall so kalt. So, dafür, dass du so frech bist, mache ich dir jetzt hier wieder alles an. So, tschüss.
So, dafür, dass der so frech war, habe ich dem jetzt zum Schluss extra wieder alle Kerzen angemacht. Haha. Welcher das ist das jetzt? Das ist der Onryo. Ach, ne? Da hat ich ja schon eingetragen, wie du zuerst gesagt hast. Ja. Ich mache halt immer so, immer nach du zuerst sagst, mach ich immer eine und bleib spannend. Ich, auch wenn du da ja noch anderes sagst, ich bleib dann extra, wo du sagst. Ne? Ja, sind zu uns. Ja, ist vielleicht besser so. Okay, dann Abfahrt mit Onryo. Ja, bin bereit, dann besser. Ich glaube, das eine Mal da, jetzt wo ich es vorhin gesehen habe, ist er genau außerhalb der Range der Laterne gespawnt. Die schaffen es irgendwie immer außerhalb der Range zu spawnen. Außer es ist jetzt ein Demon, was ich aber nicht glaube. Ja, es war ein Onryo. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Der hat wirklich einmal alle drei hintereinander ausgepustet. Warum haben wir kein Perfect Game? Hatten wir nicht den Knochen? Doch, wir hatten den Knochen. Ach so, ja, das eine blöde Foto, was daneben ging, warum auch immer. Ja, das, die Dusche. Als ich gehört habe, die geht aus. Ich dachte, das wäre die Dusche in seinem Raum. Nee, der musste ja nebenan wieder. Egal. Sie muss schnell leveln, nicht ich. Sie muss auf 79 kommen vorm Wochenende. Damit wir wieder die Laternen haben. Weil Onryo testen, ohne die Laternen, diesen Geist hier. Könnt ihr vergessen mit diesen Billigkerzen, das ist eine Katastrophe. So, dann haben wir hier 12-mal die Fähigkeit, also der Onryo, der kann früh hunten ohne Kerzen, irgendwas um die 70, 75. Also wenn ihr Early Hunters erlebt, lasst den Onryo noch drinnen, kommt auf den Wert an. Wenn es höher ist als 70, aber es waren Kerzen im Spiel oder ihr wart am Reden in der Nähe vom Geist, dann, wenn ihr geredet habt, ist der Yokai noch möglich. Wenn Kerzen im Spiel waren, ist der Onryo noch möglich. Und der Demon ist natürlich dann immer noch möglich. Dem Demon ist alles scheißegal. Für den Demon muss da gar nichts sein und der huntet einfach so los. Das ist dem seine Fähigkeit. Ja, der Mär, wenn es Licht aus ist, erst ab 60. Und der Raichu, wenn elektronische Sachen in der Nähe sind, ab 65. Also das sind so diese Early-Hunting-Werte, die man sich merken kann. Sobald ihr einen Early-Hunt habt, habt ihr schon mal über die Hälfte der Geister sind schon weg. Könnt ihr schon ausstreichen. Für einen Mimic natürlich immer noch mal nach dem Orb gucken, weil ein Mimic kann ja jeden von denen nachmachen. Und ja, also ich hoffe, bei eurer nächsten Runde, wenn ihr es mit einem dieser Geister zu tun habt, bei Null Beweisen, wisst ihr jetzt, wie es geht. Bis zum nächsten Mal. Ciao!